und herzlich willkommen zurück hier bei Dishornored. In der 15. Folge, wenn ich richtig liege, und wir betreten jetzt Dauds Hauptquartier. Ein bisschen lang schleichen. Der Leibwächter, der bei der Kaiserin war, er macht ihn unruhig. Hey, wie sie mich entdeckt haben, Alter. Ach, das ist eine Bolzentasche. Aha. Tja, euch töte ich einfach. Schlüssel davon. Dauds Schlüssel auch noch. Da oben stehen noch zwei Wachen. Dauds Unterschlupf. Gehen wir hier lang. Für diese Aufgabe bleiben Sie ungesehen. Bleiben Sie im Schatten und meiden Sie das Licht. Durchqueren Sie den Raum, ohne Aufsehen zu erregen. Euch kann ich nicht am Leben lassen. Das kann ich nicht beantworten. So, beides mitgenommen. Immer noch unten. Hätte man wirklich das von draußen holen müssen. Aber egal. Ist jetzt nicht so schlimm. Besten Männer getötet, Sir. Er wird wohl auch mich töten. Sie sagten, das wäre unmöglich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, dass die Stärksten von ihnen mich töten könnten. Aber kein Fremder. Jemand, der nicht wie wir trainiert wurde. Aber vielleicht wird er das. Bleiben Sie wachsam und töten Sie ihn, wenn Sie können. Vielleicht überraschen Sie uns beide. Jetzt habt ihr alles verloren. Das ist die Rolle. Lord Regent, kaiserlicher Spion, Hiram Burrows. Sie kleiner Sorgenvoller. Auf dich darauf achtet, wieder in ihre Nähe zu kommen. Nur um meine Stimme zu versenken. In ihrem Auge. Jetzt ist es nicht mehr nötig. Testen Sie Ihr Können im Kampf mit Corvo. Den Kampf, den niemand außer uns kämpfen könnte. Gegen das Ticken der Uhr. Darauf habe ich gewartet. Mal sehen, wen der Outsider rettet. Sie oder mich. Warum kämpfen Sie? Für die Leute, die vergiftet und zurückgelassen haben? Für Ihre tote Kaiserin? Batz. Trotzdem stelle ich dort entgegen und urteile. Was? Mhm.
Alter. Laut Schlüssel, damit könnte ich das unten aufmachen. Aha. Tunneleingang. Aber wenn ich hier oben erst laut Schlüssel kriege und da unten das ist, muss da irgendwas Wertvolles drin sein, oder? Oder täuscht mich? Täusche ich mich da? Das interessiert mich jetzt leider gerade. So, da mal zurückgehen. Laut. Ach, Laut ist noch gar nicht besiegt. Oh. Wow. War echt viel, hat sich richtig gelohnt. Du hast dort Schlüssel benutzt. Okay. Du kannst von der anderen Seite kommen. So. Eingang. Ich habe noch eine Überraschung für Sie. Ich bitte um mein Leben. Als ich die Kaiserin tötete und ihr die Tochter nahm, wurde mir etwas klar. Nun sehe ich das Zeichen auf ihrem Handrücken. Das Zeichen des Outsiders. Ich weiß, was ich tat. Die vielen Jahre des Wartens im Schatten der Gassen, um irgendeinen Reichen mit einem Messer abzustechen. All das Geld der reichen Bastarde, das durch die Hände floss. Für einen von ihnen zu töten im einen Jahr, für den Tod desselben bezahlt zu werden im nächsten. Ich habe an den Schreinen kniend dem Flüstern des Outsiders gelauscht, der mir sagte, ich würde die Dinge verändern, dass ich wichtig sei. Kann ich mir nicht vorstellen. Es war gut. Durch ihn fühlte ich mich mächtig. Aber was habe ich erreicht? Mehr als sie? Oder viel weniger? Ich weiß es nicht. Jetzt will ich nichts mehr als diese Stadt zu verlassen. Und aus der Erinnerung derer verblassen, die hier wohnen. Ich habe genug vom Töten. Mein Leben liegt in ihren Händen. Ich weiß nicht. Du hast es nicht verdient. Zu leben. Laut eliminiert. Beute. Noch ein Artefakt. Wasser des Lebens. Nimm Rauchern Auge um Auge, Zahn um Zahn. Stell dich dort entgegen und urteile über sein Schicksal. Ja. Er hat die Kaiserin getötet. Ich wette, Kobo war so ein bisschen verknallt in die Kaiserin, wette ich. Kann ich mir gut vorstellen. Wer kam mal mit der Tochter ziemlich gut klar? So, oder kommt ziemlich gut mit der Tochter klar? Ist hier unten? Oder wo müssen wir hin? Tunnel zum Tor. Aber, hä? Geht das denn hier weiter? Tut mir leid, ich bin dafür etwas zu blöd, glaube ich. Vielleicht doch einfach so. Da ist die Rune. Wir kriegen sie doch noch. Geil. Und ein Bauplan. Glühpaste. Alles klar. Tunnel zum Tor. Sehr schön. Dort Schlüssel benutzt. Zack. In den Tunnel zum Tor gehen. Sehr nice. Einfach hier lang. Jetzt sind wir hier draußen. Nutze dann das Tunnel zum Hauptquartier. So.
muss in einem Keller sein. Es gibt kein Krankenhaus, das sagte ich doch. Treiben Sie die Leute zusammen, weil es ein Heilmittel gibt. Das sind Stadtwachen. Alter, die haben echt Probleme, die Leute. Ich kann diese Warterei nicht mehr ertragen. Die Seuchenkarren kommen jetzt alle paar Minuten. Wir müssen nur aufspringen und damit wegfahren. Tolle Idee, Mann. Und was ist mit der Lichtwand am Rochford? Aua. Halbe Stadt ist tot. Wir werden keine drei Monate mehr überleben. Lagerhausschlüssel. Zum Beispiel das hier. Da ein Brief. Hey, Ferg. Zurückhelfen in den Türen gelassen. Findest den Schaltkreis für die Lichtwand gleich auf der anderen Seite. Okay, alles klar. Ich weiß nichts. Ja, lass mich vorbei. Ich will mich hier nicht mit Unschuldigen anlegen. Oh, könnt ihr auch Sicherheitsprotokoll, Arbeitsprotokoll hier lesen? Alle 10 Minuten muss ich euch anstechen. Wie oft habe ich gesagt, dass nur Leichen abgeladen werden sollen? Deshalb bekommst du hier eine Waffe. Was geht am Tower vor sich? Jetzt sagt man, der Lautregent selbst hätte die Seuche verursacht. Ich verstehe es auch nicht. Sieht aus, als sei jetzt eine andere Gruppe an der Macht. Für uns hier unten wäre das nichts. Zweiter Punkt, die Infizierten. Siehst du gesund aussehen, die von Wagen verspringen? Mit ein paar Sonnen haben wir Ziel. Toll, wie kommen wir an die Türen dran? Scheiße. Schnell durchgekommen, kannst nichts machen, bist zu groß. Aha. Sehr nice. Haben wir gut hier uns durchgefuchst, würde ich mal sagen. Zum Rand des alten Hafenbezirks. Alte Kanalisation von Dunwall. Alter. Kanalisation, eine. Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob es hier irgendwelche Runen gibt und sowas. So, hier im Haus wahrscheinlich. Was? Dann gehen wir mal hier weiter. Mistviecher. Hab ich's in die Kanalisation geschafft? Hier finden wir die ganzen Artefakte und alles.
Oder auch nicht. Na, das ist mir das Artefakt überhaupt wert? Nee, Mann. Auf die Viecher habe ich überhaupt keinen Bock gerade. Ich hab wohl keine Wahl. Safe. Okay, for rent. Hier steht nichts geschrieben. Was so wie vor langer Zeit festgelegt wurde, gibt es 13 Monate. Jeder von ihnen 28 Tage lang. In den letzten Stunden des Jahres ruft der Oberaufseher das Fest. Fuge aus. So, okay. Walter Five, hier ist noch eine Aufgabe für dich. Die Lumpengräfin, diese alte Hexe, hat mir gesagt, dass man sein Geschenk für Whisky im Monat des Windes verliert. Im Monat... Ah, warte. Wind. Monat der Start. Der Saat, meine ich. Und des Eises. So. Monat des Windes. 1, 2, 3, 4, 5. Also haben wir 5. 2. 6, 7, 8. 5, 2, 8. Perfekt, Leute, ey. Wie wir das Rätsel hier gelöst haben. Das Knochenartefakt haben wir. Sehr nice. Bah. Ekligen Dinger, ey. Ah, super. Jetzt gehen wir schon in der Kanalisation schwimmen, ey. Tauchgang in der Kanalisation, ey. Da ist eine Treppe. So, den ganzen Weg wieder hochlatschen. Mit diesem blöden Schlüssel kriegen. So. Wir haben alles. Geht's natürlich hier weiter. Hallo! Ist da jemand, der diese verrückte Hexe töten kann? Ich kann dich reich machen! Ruhe jetzt. Die Lumpengräfin muss ich sammeln. Da ist mein Liebster. Bist du bereit, mir mit Slackjaws Knochen zu helfen? Die Lumpengräfin hat ein paar Geschenke für dich. Ich habe sie verwahrt, falls du zurückkommst. Ja, natürlich. Was für ein Gentleman du bist, der Lumpengräfin beim Kochen zu helfen. Wir werden heute Abend gut essen, Geliebter. Erst musst du ihn töten, damit er nicht aus dem Topf herauskriecht. Was machst du da?
Hilfe zu, Corvo! Hilf ihr nicht! Sie darf mich nicht töten! Du kannst alles haben, was mir gehört! Geld, Whisky, den Schlüssel zur Kanalisation, was du willst! Du musst ihn erst töten. Dann können wir die Ketten entfernen. Ah, helfe ich ihr oder helfe ich ihm? Sie ist schon ein bisschen verrückt, ne? Was machst du da? Du hilfst ihr? Die ist total bekloppt. Ich kann dich belohnen. Was willst du? Geld, Waffen? Nein, nichts davon will ich. Weißt du? Schließe seine Ketten für mich auf, Liebling. Hier ist der Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Habe ich den jetzt einfach so? Nur zu. Schließe seine Ketten auf, Geliebte. Ja. Du hast recht. Heb ihn hoch und wirf ihn in den Topf. Na los. Ja. Ja, weg ist er. Freie Slackjaw. So. Oh, vielen Dank. Was für eine große Hilfe du warst. Ich lasse ihn jetzt ein wenig kochen. Nur zu, nimm deine Geschenke und geh. Die Lumpengräfin hat zu tun. Okay, wo sind meine Geschenke da? Geschenke der Lumpengräfin. Ob ich die auch so gefunden hätte? Hätte ich die Lumpengräfin reinwerfen sollen, Alter. Zack, ein Bild. Das nehme ich noch mit. Lauf. Ja, gut, dass wir ihr geholfen haben. Wir sind hier am Schrein, Mann. Du entdeckst immer so interessante Orte, Corvo. Ja. Den überschwemmten Ruinen entronnen. Und dann wieder zurück zum Pub, wo du Emily zum letzten Mal sahst. Wo ist sie jetzt? Wie fühlt es sich an? Betrogen von deinen Verbündeten. Merkwürdig, wie man immer wieder ein Stückchen Unschuld verlieren kann. Und Daud, du hast gerade den größten Attentäter der Welt getötet. Aus Liebe zur Kaiserin oder zu Emily? Oder war es das Urverlangen, dich über andere Männer zu erheben? Weißt du selbst den Grund? Nee. So, wir haben jetzt wieder hier. Können Windstoß lernen, Blutdurst. Sprünge, Fallschaden, Windstoß. Es könnte hilfreich sein, wenn es wirklich sehr viele Gegner sind. Aber ich würde ja nochmal gerne das hier. Okay, für noch kürzeren Moment. Weiß nicht. Komm. Lernen wir nochmal Windstoß. Und parken den Windstoß dann auf die Null. So. Okay, so können wir es auch machen. Und Abgang. Ich glaube, hiermit werde ich auch die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Kommentiert, was ich verbessern kann. Abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Haut rein!